Bau Pesendorfer in Vöcklermarkt und Schwannenstadt. Fairness, auf die Sie bauen können. Ja, wer spielt nächstes Jahr aus oberösterreichischer Sicht in der Regionalliga? Sehr wahrscheinlich die LASK-Amateure, sicher die Welser Hertha, Gurten, die jungen Wikinger, zudem Absteiger Vorwärts Steyr und auch die UVB Oberbank Vöcklermarkt. Und dafür verantwortlich ist auch der Derby-Sieg gegen Gurten, der wie folgt zustande gekommen ist. Die UVB vom Start weg mit den besseren Szenen, Benjamin Taferner in der dritten Spielminute mit der ersten Chance. Und Vöcklermarkt nur wenig später mit einer weiteren sehenswerten Szene, Meilinger auf Knies, aber Jakob Horner mit einer starken Abwehraktion. Die Grün-Gelben reklamieren Handspiel, aber Horner mit dem Rücken zum Ball, kein Elfmeterentscheider, Schiedsrichter Kettelgruber. So, mittlerweile ist bereits eine halbe Stunde gespielt. Gurten bekommt keinen Zugriff und dann taucht Taferner plötzlich alleine vor dem Gästetor auf und macht ganz abgeklärt auch das 1:0. Benjamin Taferner, sein letztes Heimspiel im Dress der UVB und somit verabschiedet er sich mit einem Treffer aus dem Black Gravy Stadion. Gurten sehr zweikampfstark, aber im Angriff viel zu harmlos. Wimleitner mit einem Kopfball, das war die beste Chance der Innviertler im ersten Durchgang. Zur Pause steht es deshalb 1:0 für Vöcklermarkt. Die UVB dann auch in den zweiten 45 Minuten mehr oder weniger tonangebend. Knies auf Gruber, kein Problem für Felix Wimmer, der aber nur wenig später schon wieder im Mittelpunkt steht, und zwar nach dieser Aktion. Franco Knies wird im Gurtner Strafraum von Sebastian Ziernitzer zu Fall gebracht und René Kettelgruber zeigt sofort auf den Punkt. 65. Minute, es gibt Elfmeter für Vöcklermarkt. Marco Meilinger tritt an und verwandelt zum 2:0 und das mit richtig viel Glück. Denn der Ball geht zunächst an die Stange und mit der Ferse befördert Wimmer die Kugel dann selbst ins Tor. Pech für Gurtens Schlussmann, der in diesem Fall aber ohne Abwehrchance ist. In der 85. Minute kommen die Innviertler zwar durch den eingewechselten Nwoga noch zum Anschlusstreffer, dieser kommt aber zu spät, denn die letzten Chancen im Spiel gehören der UVB. Vöcklermarkt gewinnt also das Oberösterreich-Derby in der Regionalliga Mitte gegen Gurten mit 2:1 und sichert sich damit eine Runde vor dem Saisonende den Klassenerhalt. Wir waren uns sicher, dass wir es heute haben mit den Fans schaffen. Aber natürlich ein Riesenstar, dass wir es endlich geschafft haben. Ja. Man sieht es einfach, dass wir eine coole Truppen sind, die heuer da waren, wenn es davor gekommen ist. Weil wir haben, glaube ich, viel Partien gehabt, wo es eng war und wo wir müssen haben. Und dann waren wir ja oft daher. Wir haben immer gewusst, dass wir nicht weit weg sind und haben immer an uns geglaubt. Und schlussendlich ist gut ausgegangen. Es war so eine geile, so eine starke Saison, aber trotzdem geil. Wir haben immer Gas gegeben, immer an uns geglaubt. Und ja, jetzt ist einfach nur Freude. Freude pur. Jetzt haben wir eine bravouröse Meisterschaft gespielt und ich werde jetzt meine Mannschaft nicht irgendwo da kritisieren, weil sie einmal eine Halbzeit auslassen. Im Gegenteil, wir werden die Dinge sachlich analysieren und schauen, dass wir uns in den nächsten Step setzen. Nun kann also in Vöcklermarkt für die nächste Saison geplant werden. Es wird ein bisschen Umbruch geben bei uns. Es werden uns ein paar Spieler verlassen, es werden ein paar neue Spieler kommen. Aber jetzt ist ja alles fixiert, jetzt können wir dann in die Endverhandlungen gehen. Und schaut gut aus. Der Großteil der Mannschaft steht schon fürs nächste Jahr. Auch zwei Verstärkungen und dann sind wir zufrieden. Schon neue Verpflichtungen? Es gibt ein paar, aber das wird nächste Woche alles bekannt geben. Du hast noch Vertrag? Nein. Gibt es schon Gespräche? Es hat lose Gespräche gegeben, aber man weiß eh, wie ich zu dem Verein eingestellt bin. In Wahrheit sind wir so verblieben, wenn wir es schaffen, dann reden wir so zusammen. Und ich glaube, dass das eher ein kurzes Gespräch wird. Und dann werden wir das nächstes Jahr wieder beginnen. Die UVB muss zum Abschluss noch nach Allerheiligen, bevor es dann in die wohlverdiente Sommerpause geht.